Moin Leute, der Tal ist hier mit einem weiteren Survival Guide für Biomutant. Heute geht es um das Wichtigste für jeden guten Shooter-Looter-Spieler, nämlich wie bekomme ich am besten und am schnellsten legendäre Gegenstände. In Biomutant geht dies am besten, indem man eines der Banditenlager klärt. Man besiegt dort den Miniboss und seine Vasallen und erhält als Belohnung zwei Lootboxen. Eine davon ist garantiert legendär, die andere selten. Die legendäre rot schimmernde Lootbox ist uns egal, da wir aus dieser sowieso legendäre Gegenstände erhalten. Wir konzentrieren uns auf die seltene, gelb schimmernde Lootbox. Und da kommt uns die Besonderheit der Banditencamps zugute, denn hier ist die Seltenheit der Gegenstände nämlich randomized. Es besteht also eine Chance, dass man anstelle eines seltenen Gegenstandes denselben Gegenstand in legendär bekommt. Und wir wollen natürlich legendär. Also wie gehen wir vor? Wir stellen uns vor die gelbe Lootbox und speichern erstmal das Spiel. Dann öffnen wir die Box und schauen, was drin ist. Wenn sich darin ein legendärer Gegenstand verbirgt, dann gratuliere, du hattest Glück. Falls aber nur ein seltener Gegenstand erscheint, ist das auch nicht schlimm. Wir laden einfach den vorher gespeicherten Spielstand und öffnen die Box nochmal. Diesen Vorgang wiederholen wir so oft, bis das heißersehnte Legendary Item rauskommt. Tja, und das ist auch schon der ganze Guide. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst gerne ein Like da oder ein Abo und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Thales, tschüss.